Free for all. Time to work, Ghost Squad. Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Mein Name ist Unique und ich bin der Sniper der Hamburger Hänger. Falls ihr unsere Clan Wars auf diesem Kanal verfolgt habt und euch bisher immer gefragt habt, was macht der Typ denn da oder ich kann das viel besser, seid ihr hier genau richtig. Wie ihr natürlich schon im Titel erkannt habt, habe ich jetzt meine eigene Sniper-Challenge. Falls ihr euch jetzt noch fragt, worum geht's dabei oder wie kann ich dabei sein, seid ihr hier genau richtig, weil das erkläre ich euch in diesem Video. Und zwar wird diese Sniper-Challenge über 4 Wochen gehen. Sprich, ich spiele gegen 4 verschiedene Herausforderer, gegen 4 von euch. Der am höchsten gewinnt oder natürlich, wenn es nach mir geht, am niedrigsten verliert, bekommt der Beste von euch am Ende dieser Sniper-Challenge eine 20 Euro PSN-Karte geschenkt. Ich hoffe, das ist ein kleiner Anreiz, dass ihr euch fleißig bewerbt, um einer meiner Gegner zu sein. Damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Wie könnt ihr dabei sein? Ganz einfach. Schreibt einfach eure PSN-ID unter dieses Video oder schreibt eine Nachricht mit Sniper-Challenge und eurer PSN-ID an die Hamburger Hänger Facebook-Seite. Die werde ich natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Falls ihr die noch nicht kennt, like die und schreibt eine Nachricht. Ich werde mir dann per Zufallsprinzip einen Gegner aussuchen. Also einfach schreiben und vielleicht seid ihr in der nächsten Folge schon dabei. Ein paar Regeln hat das Ganze aber natürlich auch. Und zwar wird ausschließlich mit Sniperwaffen gespielt. Ich denke mal, das sollte jedem klar sein. Und wir spielen nur die USR und die L150. Den Rest wollen wir einfach sehen. Alle anderen Primär-Sekundärwaffen sind natürlich verboten. Granaten wollen wir auch nicht sehen. Also ist alles Unnötige erstmal gesperrt. Überflüssige Perks habe ich natürlich auch gesperrt, aber das werdet ihr natürlich dann sehen, wenn ihr in die Lobby kommt. Ihr habt dann natürlich auch genug Zeit, euch da noch einzustellen und Klassen zu machen. Überhaupt kein Problem. Wie ihr im Hintergrund schon seht, gespielt wird auf der Map Strike Zone. Das bleibt auch so. Und ich denke, das ist das Allerbeste. Eine kleine Map, viele kleine Duelle und eine Menge Action. Es wird 5 Minuten gespielt, ohne Punktelimit. Sprich, ihr könnt mich richtig hochnehmen oder werdet richtig hochgenommen. Das sehen wir dann. Und wenn ihr euch mal die Minimap anschaut, der Radar ist natürlich immer an, weil wir hier keine Camping-Action haben wollen, sondern kleine Sniper-Duelle. Oder wie man hier sieht, einfach mal Unfähigkeit. Hier habe ich mich mit Henning einfach mal versucht, so ein bisschen zu battlen. Das ist natürlich voll in die Hose gegangen. Henning trifft nicht, ich treffe nicht. Wir sind keine Profis, wie man sieht. Also ich mache auch mal Fehler. Irgendwann dreht man durch und dann passiert das. Das ist natürlich auch nicht erlaubt. Das ist jetzt nur in dem Video passiert. Henning und ich waren natürlich total in Rage. Da passiert sowas einfach mal schnell. So, weiter zu der Sniper-Challenge. Und zwar, jeden Sonntag wird jetzt eine Sniper-Challenge hochgeladen. Sprich, jeden Sonntag eine Folge von mir. Während des Matches werde ich mich natürlich mit euch auch unterhalten. Wir gehen zusammen in einen Teamspeak und werden uns unterhalten, während wir spielen. Und hoffentlich kommt ein bisschen Lustiges dabei raus oder auch Interessantes. Somit seid ihr auch bald auf diesem YouTube-Kanal, wenn ihr dabei seid. Da es eine ständige Diskussion zwischen Hard- oder Quickscope gibt, wollen wir das auch mal direkt hier klären. Ob ihr Hardscoped oder Quickscoped, ist natürlich euch überlassen. Ich bitte euch nur darum, seid nicht so schlecht wie unser Leader Henning Grande, weil der kann es einfach nicht. Das sehen wir hier auch in dem Video, der verkackt hier immer wieder aufs Neue und das ist natürlich extrem amateurhaft. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen besser, aber ich schätze, das ist für 90% von euch auch überhaupt kein Problem, weil Henning kann einfach überhaupt nicht snipen. Aber ich schätze, ihr seid gut drauf und seid auch heiß auf ein Match gegen mich oder ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch bewerbt und zahlreich unten in die Kommentare schreibt, denn ich möchte schauen, wer von euch der Beste ist oder ob ich wirklich so gut bin, wie ich immer meine. Ich hoffe natürlich, dass ich das Ganze bestätigen kann. Das Team wird sich natürlich freuen, wenn ihr gewinnt, um mich danach auslachen zu können. Aber ich hoffe einfach mal auf meine Fähigkeiten und dass das einfach hinhaut. Im Hintergrund, wie gesagt, seht ihr ein kleines Match gegen Henning. Da haben wir ein bisschen rumgealbert, um euch das Ganze mal zu zeigen, wie es ablaufen wird. So wird es dann auch gegen euch laufen. Wir werden jeden Sonntag dann eine Episode davon hochladen. Und dann schauen wir einfach mal, was ihr drauf habt oder wie es läuft. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch jetzt zahlreich bewerbt. Ich freue mich schon auf euch und freue mich auf lustige Gespräche. Wie gesagt, 4 von euch werden es schaffen über einen Monat. Ich gönne natürlich jedem von euch die 20 Euro PSN-Karte. Natürlich kann sie nur einer gewinnen und es möge der Beste natürlich gewinnen. Ich drücke in dem Fall mir die Daumen. Ich denke, der Rest des Teams Hamburger Hänger drückt euch die Daumen. Also, ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also, bewerbt euch, schreibt in die Kommentare, meldet euch bei Facebook, wie auch immer. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao.